Wir setzen hier jetzt ein paar Schatten. Ich setze noch gerade den Timer. Wir machen den mal auf. Na, 8 Minuten werden reichen. Also nicht für das Bild, aber für das Video werden 8 Minuten reichen. Ich habe hier ein bisschen Malmedium. Das holen wir uns, weil wir jetzt hier oben Licht setzen. Machen wir auch ein bisschen Grün mit drauf. So, es darf ruhig ganz transparent werden. Und dann ganz vorsichtig, weil hier ist es noch nicht richtig trocken. So. Das wird man auch jetzt noch nicht so gut sehen können. Aber morgen dann, wenn der finale Schritt kommt. So. Ich werde demnächst anfangen, etwas größere Bilder zu malen, damit ich es ein bisschen leichter habe, Details zu machen. Ich mag, wie die Erdbeere jetzt hier nach vorne kippt, ne? Vorher noch ziemlich wenig plastisch und jetzt kommt sie. So, hier auch ein Ticken. Und dann Ticken hoch, zack, zack. Immer nur ein bisschen. Der Pinsel ist auch eigentlich ein bisschen breit, aber das braucht uns nicht stören in diesem Stadium des Bildes. Morgen kommen da die nötigen Details. Man kann nicht immer alles an einem Tag machen. Das geht leider nicht. So, hier wollen wir es ein bisschen dunkler machen. Nur ein Touch. Gar nicht zu viel. Aber hier liegt die Erdbeere mit der anderen ziemlich gleich auf. Und hier wollen wir auch richtig dunkel werden, weil da macht die Erdbeere einen Bogen. Also gehen wir schön rein. Schön ein bisschen hier. Ah, das ist, wenn du es einmal mit dem Pinsel angefangen hast, ne? Dann verzeiht die Leinwand keine andere Struktur. Aber das ist nicht schlimm. Auch da werden wir morgen dann noch mal drüber gehen. Das ist immer verrückt, finde ich, wie oft manche Schritte wiederholt werden, bis sie dann das Ergebnis bringen. Also gerade wenn man in so Transparenzen arbeitet, wie ich das ja machen möchte, klappt natürlich auch noch nicht zu 100%, vielleicht so zu 10. Aber man übt ja, man wird immer besser. Die Zeit zeigt. So, hier oben, da wollen wir mal mit einem anderen Fächerchen so ein bisschen rein und das Ganze weicher machen hier. Hier auch. Da muss man noch schauen, dass man Abschluss des Blattes kriegt. Das machen wir am besten mit einem weißen Pinsel, mit einer weißen Farbe. Habe ich hier. Weil da ist ja Licht drauf. Zack, 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 zack. So, und schon wirkt das ein bisschen plastischer. Und auch hier kann man so ein paar weiße Ecken drauf machen, bevor wir dann morgen die Details machen. Hier oben an der Erdbeere ist es auch ganz wichtig, weil da ist da ja ein ganz helles Licht. Das wollen wir auch so reinzeichnen. Jetzt bin ich in die falsche Farbe gegangen. Das war für uns alle ein überraschender Moment gerade. So. Zack, zack, zack. Zack. Hier dann ein bisschen deutlicher und da. Man muss immer so ein bisschen eine Akzeptanz für die hässlichen Zwischenschritte kriegen, ne? Ich sage es immer wieder. Mut zur Hässlichkeit. Ich glaube, es war sogar mal eine Sendung bei Stefan Raab. Ich bin aber nicht ganz sicher. Könnte mich auch irren. So. Zack, 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 zack.
Ich mag, wie es so, Achtung hier auch, wie es so mit der Schrift im Hintergrund so ein bisschen sich verwischt. Wie die so ihre Einheit bilden. Muss immer mal auf der Kamera gegenchecken, dass auch noch alles so ist, wie es sein soll. Bum, bum. Zack, da ist nichts. Hier ist nur so ein leichter Schimmer. Den ziehen wir auch rein. Aber hier ist es recht dunkel alles. Da wollen wir auch gar nicht zu viel Licht. Das hier ist schon viel zu hell. So, wo ist denn mein roter Verblender-Dingsbums da? Hier. Wollen wir ein bisschen reingehen, ein bisschen rangehen. Oh, ich glaube, heute rede ich auch abstrus leise, aber was soll's? Hopp, hopp, hopp. So. Ah, es findet sich, es findet sich. Ich mag das sehr, wie es so langsam Form annimmt. Hier wischt man dann noch mal in die Lichter mit rein. Zack, hier oben sind die natürlich sehr feucht, aber ist nicht schlimm. Da soll ja dann auch Licht drauf liegen. Das ist so ein bisschen das Ding. Die Kanten sollen nicht zu hart sein, es sollen aber auch Kanten zu sehen sein. Da muss man sich so ein bisschen hinfriemeln. Muss man mal schauen. Das Bild ist schon verkauft, da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann kann das, wenn das nächste Woche so oberflächlich trocken genug ist, also bis es so richtig komplett durchgehärtet ist, dauert das immer ein bisschen. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, das kann das im Paket und an der Wand machen, insofern so eine gewisse Oberflächentrocknung schon da ist. Härte, Öl trocknet ja nicht, chillt eure Nuggets. Hab's schon raus, danke. Die Leute sind da ja immer ein bisschen. Puh. Wenn jemand Infos hat, die er teilen kann, dann hauen die aber auch raus. Das ist falsch, wie du das sagst. So, hier noch ein bisschen rein. Das ist für euch vielleicht gar nicht so interessant, aber für mich ein unglaublich wichtiger Schritt. Die dunklen. Oh. Na, da sind wir doch weit gekommen. Schön. Ich finde das gut. Wir werden hier oben, wird noch ein bisschen was passieren. Vielleicht wird auch gar nicht mehr so viel passieren. Wenn ich mir die Sache so angucke, dann mag ich es eigentlich. Fehlt nur noch so ein tickenden Abschluss, ne? Aber das wird jetzt für euch nicht mehr so relevant sein. Ich beende dieses Video jetzt gleich. Gib mir nochmal einen Ticken Rot. Warte. Zu viel Rot. Da sind wir. Tschüss.